Herzlich willkommen bei Wie, Wo, Was, Orakel am 7. Februar 2020. Vorsicht, Vorsicht! Achtsam sein, was wir gerade erleben, was wir gerade erfahren. Wir werden belogen und betrogen. Einige werden das durchschauen, durchleuchten wie ein Röntgenbild. Andere wiederum wollen das nicht sehen und die Enttäuschung ist dann vorprogrammiert. Das ist das eine. In einer anderen Angelegenheit aber kommt die Wahrheit ins Licht. Und das werden wir auch sehen und erkennen. Wir Frauen fühlen uns gerade etwas alleine gelassen, weil er ist im Rückzug. Oder wir warten auf eine Nachricht oder haben wir Erwartungen. Aber es ist viel, viel wichtiger, jetzt im Vertrauen bleiben, weil es ist alles in Ordnung. Er hat karmische Themen. Er ist sehr nachdenklich. Hat sogar romantische Gedanken. Und er wird sich öffnen. Wir Frauen sollen die Geduld bewahren. Viele Männer fühlen sich gerade kraftlos. Und das sind noch alte Belastungen. Wie ich schon sagte, bei einigen sogar sind es karmische Themen. Und sie wollen das ordnen und einigen Dingen loslassen oder beenden. Und das, was jetzt in den Tagen auch passiert. Und wie geht es weiter? Er kommt mit Begeisterung, sehr leidenschaftlich. Und nicht nur in die Liebe-Partnerschaft ist es spürbar, sondern er wird aktiv sein, macht Sport oder plant eine Reise. Aber im Gegenwart ist er eher passiv. Und das war mein Wie, Wo, Was, Orakel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Eure Dendera.